Bestimmt ist es kein Geheimnis mehr, dass wir gewisse Qualitäten haben und dass unsere Art und Weise, Fußball zu spielen, auch kein Geheimnis mehr ist. Viele in der Vorbereitung auf die EM werden, glaube ich, alle Gruppengegner oder insgesamt dann die ganze teilnehmenden Mannschaften unser Spiel mal analysiert haben, werden sie darauf ihre Gedanken gemacht haben. Aber ändert nichts daran, dass unsere Qualität die gleiche bleibt und unsere Intensität, mit der wir Fußball spielen. Selbst wenn man darauf vorbereitet ist, glaube ich, kann unser agierende und aktive Art, Fußball zu spielen, sehr unangenehm sein und muss nicht zwingend ein Nachteil sein. Natürlich ist eine Erwartungshaltung da, nicht erst seit kurzem, sondern vielleicht sogar seit wir uns in Schweden fix qualifiziert haben. Aber mit Drucksituationen, glaube ich, lernen wir alle in der professionellen Karriere umzugehen. Und dass das jetzt nochmal eine andere Bühne ist, die in ganz Europa begutachtet wird, ist uns auch klar. Wir werden es trotzdem versuchen, so gut wie möglich zu vertreten und diese Verantwortung gut auf die Bühne zu bringen.